Ich grüße dich herzlich zu Furchtlöscher. Ich hatte einen Gedanken. Ich las das Buch eines amerikanischen Schönheitschirurgen und er stellte in diesem Buch fest, dass die Menschen zu ihm kamen, nicht aufgrund ihres Äußeren so ein schlechtes Selbstbild hatten, sondern das hatte völlig andere Ursachen. Und selbst nachdem sie ein neues Gesicht bekommen hatten, wieder in Schönheit erstrahlten, war dieses innere, kranke, kaputte, vergiftete Selbstbild nicht weg. Und darüber habe ich nachgedacht. In Sprüche 23, Vers 7 steht, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er am Ende. Wie siehst du dich? Wie denkst du über dich? Bist du eher ein Huhn oder bist du ein Adler? Beides sind Vögel, beide haben Flügel, beide Krallen und beide Federn, aber der Lebensstil ist völlig unterschiedlich. Wenn der Sturm kommt, verkriecht sich das Huhn, während der Adler sich in die Lüfte erhebt und sich von der Thermik über die Wolken bis zur Sonne, bis zum Sonnenlicht, bis zur Wärme hochtragen lässt. Wie reagierst du, wenn es schwierig wird? Huhn oder Adler? Das hat was damit zu tun, mit welcher Brille du dich siehst. Siehst du dich durch die Brille dieser Welt oder siehst du dich durch die Brille Gottes? Gott sieht dich als eine neue Schöpfung in Christus. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist Teilhaber der Natur Gottes. Du hast seine Fähigkeiten in dir, du hast seinen Geist in dir. Du bist wieder wie die Rebe am Weinstock angedockt. Und das, was im Weinstock ist, fließt auch in dir. So mach dir das klar, du bist nicht klein, sondern du bist großartig. Der Heilige Geist lebt in dir. Das zweite ist, die Bibel, Gott sieht dich und sagt in seinem Wort, du bist Gerechtigkeit Jesu. 2. Korinther 5, 21. Jesus, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Wenn Gott dich anschaut, sieht er die Gerechtigkeit Jesu in dir. Mach dir das klar, das ist deine Stellung. So sieht Gott dich. In deinem Geist bist du voller Gerechtigkeit Gottes. Und hey, das bedeutet, Jesus hat alles bezahlt, um dich gerecht zu machen. Nicht deine Frömmigkeit, nicht deine eigenen Leistungen, sondern Jesus hat es erworben. So, selbst wenn du mal sündigst und strauchelst, dann bekennst du es, deine Sünde wird vergeben, aber deinen Status der Gerechtigkeit, den verlierst du nicht. Halleluja! Hast du nichts dazu beigetragen, um gerecht zu sein, kannst du auch nichts dazu beitragen, um ungerecht zu sein. Sondern das ist deine Stellung, die dir Jesus geschenkt hat. Juble darüber. Das ist, was Gott in dir sieht. Gott betrachtet dich als sein Kind. In Johannes 1, Vers 12 sagt die Bibel, so viele den Herrn Jesus als ihren Herrn und Retter aufgenommen haben, denen gab er Macht. Exousia steht da, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du ein Kind bist, dann trägst du Gottes Namen, dann sitzt du in seiner Familie an seinem Tisch, dann darfst du den Vater anschauen, dann darfst du vom Vater geprägt werden und lernen. Und dann darfst du seine Natur, sein Wesen, seine Fähigkeiten in dich aufnehmen. Der Heilige Geist ist derjenige, der das in dir mehr und mehr freisetzt. Das vierte, Gott sieht dich als einen Miterben Christi. Alles, was Jesus erworben hat, darfst du nutzen. Römer 8, Vers 17, so sind wir nicht nur Kinder, sondern Erben Gottes und Miterben Christi. Alle Wohltaten, alle Segnungen, alle Privilegien, alle Vollmachten, alle Autorität, die Jesus hat, hey, du darfst sie durchbuchstabieren und sie dir aneignen. Das fünfte, Gott sieht dich als ein König und als einen Priester. Offenbarung 1 sagt das. Jesus liebt uns und hat sein Blut für uns vergeben, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Königen und Gepriester gemacht im Reich seines Gottes. Ein König ist jemand, der herrscht und Gott sagt, ich habe dir meine Vollmacht gegeben, dass du in deinem Leben herrschst, in deiner Familie herrschst, in deinem Einflussbereich herrschst, dass dort, wo du bist, was vom Himmel sichtbar wird, Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, Kraft Gottes sichtbar wird. Und du bist ein Priester, du bist in diese Welt hineingesetzt, um die Menschen zu Gott zu führen. Und stell dir dieses unglaubliche Privileg vor. Du kannst in Übereinstimmung mit Gott in dieser Welt arbeiten und diese Welt gemäß dem Plan Gottes verändern. Und dieses Gebet realisieren, wo es heißt, wie im Himmel, so auf der Erde.
Gott hat dich als seinen Segensverwalter eingesetzt. Das lesen wir, wenn wir hineingehen in den ersten Korintherbrief. Und ich finde das so großartig. Wir dürfen wirklich Verwalter der Geheimnisse, Verwalter der Segnung Gottes sein. Gesegnet worden, um ein Segen zu sein, um Menschen diesen Reichtum Christi zu geben. Hey, was für ein unglaubliches Privileg. Und mein letzter Punkt, Gott sieht dich als ein Überwinder. Römer 8 sagt, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch unseren Herrn Jesus Christus. Hey, siehst du dich so? Du musst gar kein schlechtes Selbstbild von dir haben, sondern du darfst dieses unglaubliche Bild Gottes von dir haben. Du bist ein Überwinder. In 1. Korinther 15, 57 sagt das Wort Gottes, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Christus Jesus. Oder 1. Johannes 4, der in euch ist, ist größer und stärker als der in dieser Welt ist. Lukas 10, Vers 19, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Wegen Jesu Sieg und Jesu Auferstehung und weil Christus durch den Heiligen Geist in dir lebt, kannst du über jede Macht des Teufels, jeden Dämon, jeden Teufel, jeden Angriff, was auch immer, du kannst darüber triumphieren. Solange du in Christus bist, bist du unbesiegbar. Hey, deshalb mach dir heute klar, wer du in Jesus bist, was du in Jesus hast und was du durch Jesus kannst. Und du wirst sehen, dein Leben ist so unglaublich reich. Steck nie wieder den Kopf in den Sand. Sag nie wieder, du kannst nicht oder du bist schwach oder du bist irgendwas. Nein, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist ein Überwinder. Du bist ein Sieger. Du bist ein Triumphator. Du bist zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes in diese Welt gesetzt, dass die Welt an dir was von dieser Genialität Gottes sieht. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.